Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Duisburg City. Was alles so in unserer Stadt los ist, zeigen wir Ihnen in den nächsten 15 Minuten. Knapp einen Monat noch, dann ist es Weihnachten. Und während sich die Innenstadt weihnachtlich schmückt, ist auch das Forum schon mittendrin. Doch das bedeutet viel Arbeit für die Mitarbeiter dort. Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die besinnlichste Zeit des Jahres. Um seine Besucher schon vorab auf die Feiertage einzustimmen, erstrahlt das Forum Duisburg in besonderem Glanz. Mit Kugeln geschmückte Weihnachtsbäume, wo man auch hinsieht. Die goldenen und kupferfarbenen Elemente fügen sich dezent in das Ambiente des Einkaufscenters ein. Auf kitschige Elfen oder Weihnachtsmänner mit Rentierschlitten hat das Centermanagement bewusst verzichtet. Und kommt damit auch dem Geschmack der Duisburger ziemlich nahe. Die Tischgestecke machen wir mal dieses Jahr silber und weiß. Rot und gelb überwiegend, oder Gold. Wir gehen uns immer abgucken in die Schaufenster, machen wir Bilder, dann haben wir zu Hause nach. Alles in weiß, viel Schnee, viel Grün, also grün-weiß. Die Duisburger scheinen es ebenfalls dezent zu mögen. Doch vor ein paar Tagen konnte man die weihnachtliche Pracht hier nur erahnen. Insgesamt 2 Nächte dauerte der Aufbau der gesamten Innendekoration. Jeder einzelne der insgesamt 62 kleinen Weihnachtsbäume musste aus den Lagerräumen in der 3. Etage an die richtige Position gebracht werden. Ein enormer Zeitaufwand. Aufladen, in den Aufzug, rein ins Forum, abladen und dann das Ganze rund 60 Mal wiederholen. Doch nicht nur die Forum-Mitarbeiter haben so ihre Mühen mit der Innendeko. Dieser Weihnachtsstress scheint ganz alltäglich zu sein. Wir haben ein Haus, da werden die Fenster geschmückt, dann haben wir ein Kaminzimmer, was geschmückt werden muss. Und der Flur wird dekoriert, also da sind wir eine Woche zu Potte, bis das ist. Wie viel Zeit investiere ich da? Also es wird sich schon über eine Woche hinziehen, bis die komplette Wohnung fertig ist, weil jedes Zimmer individuell eingerichtet wird. Doch so lange? Das zelebriere ich richtig mit meinen Kindern. Die Küche ist schon wunderbar. Und im Wohnzimmer habe ich. Aber wir haben noch keine Lampen, nichts an, nur schon alles wunderbar gemacht. Wunderbar erstrahlt jetzt auch das Forum. Es glitzert und blitzt. Und wer noch nicht weiß, wie er seine eigenen 4 Wände dekorieren soll, der findet hier garantiert ein bisschen Inspiration. Meine Kollegin Julia Krischer hat den Geschäftsführer von Duisburg Marketing, Uwe Gerste, getroffen, um mit ihm einmal über die Aufgaben von Duisburg Marketing zu sprechen. Herr Gerste, wir befinden uns hier mitten im City-Palais, dem Sitz vom Duisburger Spielcasino, von der Mercatorhalle, von viel Gastronomie, aber auch der Sitz von Duisburg Marketing. Und Duisburg Marketing hat ja eine ganz besondere Aufgabe, nämlich die Stadt als solche zu vermarkten. Und was heißt das eigentlich konkret? Das sind zum Beispiel der Betrieb der Veranstaltungsstätten, der Mercatorhalle Duisburg, wenn sie im Moment nur eingeschränkt geöffnet ist, auch des Landschaftsparks Duisburg Nord. Dort kommen nicht nur Duisburger hin, die sich freuen, dann in Duisburg auch zu wohnen. Da kommen auch viele auswärtige Gäste hin, um sich schöne Veranstaltungen anzusehen. Natürlich gibt es weitere Veranstaltungsstätten, die ebenfalls nach Duisburg ziehen, wie das Theater, was ja auch direkt hier nebenan liegt, der Deutschen Oper am Rhein. Ja, jetzt hat Duisburg ja einiges an Events und Locations, die besonders interessant sind. Was zieht die Leute denn am meisten an? Wenn man es nach den Kriterien Größe einer Veranstaltung darstellt, ist sicherlich der Weihnachtsmarkt die größte Veranstaltung, die in der Stadt Duisburg durchgeführt wird. Sie wäre dann gefolgt von der im August stattfindenden Becker Kirmes, die auch viele Menschen nicht nur aus Duisburg, sondern von außerhalb nach Duisburg zieht. Natürlich gibt es aber auch diejenigen, die zum Beispiel Kulturfestivals jetzt hier im Vordergrund haben. Wir zum Beispiel sind Veranstalter des Traumzeitfestivals oder jetzt im kommenden März der Duisburger Akzente. Jetzt kümmert sich Duisburg Marketing ja nicht nur ums Marketing, sondern es bietet auch besondere Serviceleistungen an. Welche fallen denn genau darunter?
Also ganz wichtig sind natürlich unsere Kommunikationsmaßnahmen zu dem, was hier in Duisburg angeboten wird. Denken Sie nur an unsere zum Beispiel Jahreskalender, Halbjahresübersichten, wo die ganzen wichtigen Veranstaltungen aufgeführt sind. Wir informieren sowohl die Bürger der Stadt als auch auswärtige Interessierte auf verschiedenen Internetportalen über Angebote der Stadt. Das Wichtigste ist sicherlich duisburg-nonstop.de mit über 100.000 Besuchern pro Monat. Ganz wichtig und auch als Empfehlung mal, wenn man auswärtige Freunde mal mit den Schönheiten der Stadt konfrontieren will, ist auch visitduisburg.de. Eine gerade überarbeitete Form, wo in über 40 filmischen Beiträgen wichtige Highlights der Stadt schön anschaulich im Internet auch präsentiert werden. Darüber hinaus halten wir natürlich auch eine wichtige Anlaufstelle vor, das World Visitor Center hier im City Palais, wo nicht nur Bürger der Stadt Karten kaufen können, Duisburg-Artikel erwerben können, sich informieren können über die Stadt, sondern die vor allem auch erste Anlaufstätte für auswärtige Besucher und Interessierte an der Stadt ist, wo man anrufen kann, wo man mailen kann, wo man vorbeigehen kann, sich über alles in Duisburg informieren kann. Können Sie denn jetzt auch schon einen Ausblick auf zukünftige Projekte geben? Also wir werden selbst natürlich wieder die großen Kulturfestivals anbieten in der Stadt. Sicherlich werden auch die ganzen Open-Air-Veranstaltungen vom Kunsthandwerker-Festival bis dann abschließend zu Duisburg in Lack und Chrom, bevor dann wieder der Weihnachtsmarkt auch in einem Jahr kommt, so fortgeführt werden, wie sie in diesem Jahr auch sehr erfolgreich stattgefunden haben. Es wird sicherlich auch wieder neue Attraktionen geben. Es wird zum Beispiel eine Fotomesse im kommenden Sommer im Landschaftspark Duisburg-Nord geben. Und jetzt im kommenden Winter sage ich auch wenn die Mercator im großen Saal geschlossen ist, aber sehr viele Show- und Entertainment-Veranstaltungen finden im Theater Marientor statt. Und natürlich auch die Deutsche Oper am Rhein ist jetzt hier auch im Theater Duisburg auch in den kommenden Wochen und Monaten gut präsent. Also es lohnt sich, in Duisburg was zu unternehmen. Vielen Dank, Herr Gerste, für das Gespräch. Für viele Kinder steckt mehr Reiz im PlayStation, Computer und Co. als in einem guten Buch. Damit sich das ändert, hat die Stadtbibliothek in diesem Jahr wieder die internationale Kinderbuchausstellung, kurz IKIBO, gestartet. Mitten in der Innenstadt dreht sich jetzt alles um das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Lesen ist wichtig, denn es bildet, erweitert unsere Fantasie und verstärkt ein gutes Sprachgefühl. Aber immer weniger Kinder nehmen heutzutage ein Buch in die Hand. Dabei ist dies grundlegend für die Bildung der Kinder. Immer weniger Eltern lesen den Kindern zu Hause vor. Ein Drittel mittlerweile lesen gar nicht mehr oder nur sehr selten den Kindern vor. Aber das ist ganz wichtig, dass Kinder schon sehr frühzeitig an Bücher herangeführt werden, anders lesen. Und deswegen sind solche Veranstaltungen, gerade auch hier in Duisburg, elementar wichtig für die Lese- und Sprachförderung in der Stadt. Leseförderung ist ein wichtiges Thema heutzutage. Laut einer Studie der Stiftung Lesen werden in nur 46% der befragten Familien regelmäßig Bücher gelesen. In 30% der Familien gehört Vorlesen nicht zum Familienalltag. 8% lesen ihren Kindern sogar nie etwas vor. Doch durch das Vorlesen investieren die Eltern nachhaltig in die Bildungschancen ihrer Kinder. Und deswegen gibt es auch bereits zum 42. Mal die internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung, kurz IKIBO. 1971 wurde das Literaturspektakel ins Leben gerufen, als erstes Lesefestival in ganz Deutschland. Auch heute verteilt sich dieses auf die Zentralbibliothek und alle Zweigstellen und bietet damit Kindern in ganz Duisburg eine große Auswahl an Aktivitäten rund ums Lesen. Doch nicht nur Leseratten kommen auf ihre Kosten, auch Theaterfreunde finden ein großes Angebot. Das Kernstück ist jedoch die Ausstellung von Kinder- und Jugendbüchern. Sie zeigt Neuerscheinungen, den aktuellen Deutschen Jugendliteraturpreis sowie einen thematischen oder internationalen Schwerpunkt. All das unter dem diesjährigen Motto »Du entdeckst Amerika«. Kinder erleben Bibliothek als einen spannenden Ort, wo sie sich mit den unterschiedlichen Medien beschäftigen können. Es bringt Kinderliteratur ins Gespräch, Schulklassen kommen mit den Lehrern, am Aktionstag kommen die Eltern mit ihren Kindern. Also wir glauben schon, dass wir darüber in dieser Woche eine gute Werbung, gutes Marketing fürs Lesen und fürs Buch machen können. Und so werden sich die Kinder zu Weihnachten vielleicht sogar ein Buch wünschen. Den Weihnachtsmann wird's freuen. In der Stadtbücherei kann man also im Moment so einiges erleben. Was Sie sonst noch in unserer Innenstadt erleben können, sehen Sie jetzt in unseren Service-News. Es weihnachtet in der Galeria Kaufhof. Der erste Advent steht schon fast vor der Tür. Und wenn die besinnliche Zeit startet, dann gibt es samstags in der Galeria Kaufhof wieder jede Menge zu erleben. Zur Weihnachtszeit bietet das Warenhaus ein spezielles Eventprogramm an.
So veranstalten die Mitarbeiter unter anderem einen Malwettbewerb für Kinder. Oder diese können direkt die ersten Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern basteln. Und während die Kleinen beschäftigt sind, kann die ältere Generation es sich an der Sektbar gemütlich machen oder frische Waffeln am Waffelstand im Erdgeschoss genießen. Außerdem gibt es in der Galeria Kaufhof wie gewohnt einen Charity-Baum. Hier können Kunden des Warenhauses die Wünsche von Kindern im Kinderheim erfüllen. Es weihnachtet in der Galeria Kaufhof. Mehr Informationen zu den einzelnen Events gibt es im Internet auf der Homepage der Galeria Kaufhof Duisburg. Männerabend im Duisburger Casino. Jeden Mittwoch stehen die Damen im Mittelpunkt und am Freitag, den 29. November, dreht sich dann in der Spielbank Duisburg alles um die Herren der Schöpfung. Ab 18 Uhr heißt es, Mann, ist das ein Spaß, denn dann ist der Eintritt für alle männlichen Gäste frei. Und 3 Teilnahmetickets für die Gewinnspiele gibt es gleich obendrauf. Glücksrad, Moneybox und Bingo-Roulette locken die Herren mit tollen Gewinnen. Darunter ein Sportwagen für ein Wochenende oder ein Sicherheitsfahrtraining. Und als ob all das noch nicht genug wäre, gibt es außerdem noch Hotdogs, Popcorn, ein Freigetränk sowie Torwandschießen, Kickern und Basketball. Der Männerabend in der Spielbank Duisburg am 29. November ab 18 Uhr. Glühwein, Riesenrad und Schlittschuhlaufen. Unzählige Weihnachtstannen, Lichterketten in den Alleebäumen und weit über 100 geschmückte Stände verwandeln ab sofort den Innenstadtboulevard in eine zauberhafte Weihnachtsmeile. Der Duisburger Weihnachtsmarkt hat eröffnet. Genießen Sie stimmungsvolle Momente auf einem der schönsten und größten Weihnachtsmärkte der Region. Als nostalgisches Dorf bieten die Händler in ihren Hütten vielerlei Waren an. Gehen Sie auf vorweihnachtliche Shoppingtour. Und wer alle Geschenke ergattert und sich gestärkt hat, kann auf einer Fahrt mit dem Riesenrad dem Treiben aus 38 Metern Höhe zusehen. Wer es gerne aktiver mag, der kann seine Runden auf der Eisbahn drehen. Und noch eine gute Nachricht. Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr auch über die Weihnachtstage hinaus geöffnet haben. Bis zum 30. Dezember wird der Markt verlängert. Nur am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleiben die Stände geschlossen. Weihnachtsmarktticket für Bequeme. Erstmals im Jahr 2013 kann man das Ticket zum Duisburger Weihnachtsmarkt auch online erwerben. Als Print-at-Home-Ticket kaufen, zu Hause ausdrucken, unter hausgedruckt.de die VRR-Berechtigung ausdrucken und dabei den gewünschten Tag für die Fahrt auswählen. Nach Ankunft im Ruhr-Visitor-Center noch die Gutscheine für Glühwein, Riesenrad und Kaffeegutscheine abholen und los geht es auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte der Region. Gerade für Besucher außerhalb Duisburgs ist der Online-Kauf des Weihnachtsmarkt-Tickets eine komfortable Sache. Und so geht's. Einfach auf die Homepage www.duisburgnonstop.de schauen oder alternativ unter www.westticket.de und dann auf Buchung und Service klicken und unter Tickets den Shop aufsuchen. Unter dem Stichwort Weihnachtsmarkt kann man das Ticket dann bequem erwerben. Beim Kauf erhält man einen Code. Und jetzt ganz wichtig, mit diesem Code muss der Käufer sein Ticket über die VRR-Seite ausdrucken. Unter www.hausgedruckt.de. So können Sie Ihr Ticket jederzeit kaufen und dann erst am Wunschdatum über die VRR-Homepage ausdrucken. Die Gutscheine können dann im Ruhr-Visitor-Center zu den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden. Also worauf warten Sie? Ab ins Internet und den Weihnachtsbummel planen. Im Online-Preis von 14,50 Euro sind alle Ticket- und Vorverkaufsgebühren enthalten. Für weitere Tipps und Veranstaltungshinweise werfen Sie einfach einen Blick ins Internet unter www.duisburgnonstop.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.